Number 10. Gut gehalten. Und hier nochmal das Foul vom zuvor eingewechselten Bendig gegen Ritz. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird es kurios. Achten Sie auf Gamers Nummer 10, Oliver Ritz. Der Ball liegt an der Position des Foulspiels und wird von Peter Stöpel gesperrt. Als dieser einen Moment unachtsam ist, führt Ritz schnell aus und trifft an allen verdutzt dreinblickenden Spielern der Heime vorbei ins leere Tor. Schiedsrichter Berg gab den Treffer 3-1 für Gamer, die ihren Schlitzohr-Torschützen Oliver Ritz feiern. Es war sein zweites Saisontor. Beim Auritz hingegen gab es wilde Proteste bei Referee Berg, der hier aber alles richtig entschieden hatte. Ein Freistoß darf grundsätzlich sofort schnell ausgeführt werden. Eine explizite Spielfreigabe durch den Schiedsrichter muss nicht abgewartet werden. Ebenso muss der ausführende Spieler nicht abwarten, bis alle gegnerischen Spieler den vorgeschriebenen Abstand eingenommen haben. Ausnahme, Verwarnung oder Platzweis für ein oder mehrere Spieler während der Spielunterbrechung. Auswechslung eines oder mehrerer Spieler während der Spielunterbrechung. Behandlung eines verletzten Spielers auf dem Platz. Oder der Schiedsrichter stellt die Mauer auf den vorgeschriebenen Abstand von 9,15 Meter. Nur dann erfolgt die Freigabe des Freistoßes durch den Schiedsrichter per Pfiff. Number 9. Gäste. Wilmsbergs Zehner Bredek steht hier zur Ausführung bereit. Romero Pons im Tor des SV Busch Steinfurt hatte sich für eine 5-Mann-Mauer entschieden. Schuschel mit der Freigabe. Bredek schaut kurz, läuft an, Schuss und durch die Mauer und hinein ins Tor. 1-0 Wilmsberg. Ricardo Manuel Bredek erzielte hier per direktverwandten Freistoß mit seinem dritten Saisontreffer die Führung für die Gäste. Höchststrafe also für die Hausherren. Platzverweis und Gegentor. Die Freude bei den Gästen natürlich riesengroß. Und hier die Wiederholung. Die Mauer deckte den rechten Teil des Torres gut ab, aber dann passieren zwei Dinge. Erstens, Ballmann und Sperling, Rücknummer 20 und 7, reißen eine Lücke. Und zweitens, Romero Pons machte einen Schritt in die abgedeckte Ecke des Torres. Der stramme Schuss von Bredek schlägt genau dort ein, wo der SVB-Keeper zuvor gestanden hatte. Der ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran am Spielgerät, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Und hier die Reaktion auf der Wilmsberger Trainerbank. Ja! Number 8. Richtig Bock auf Tor. Er läuft an. An der Mauer vorbei und ja! Was für ein Schuss! Hinein ins Glück, Elmstetten! Wieder in Führung! Wieder auf Meisterschaftskurs! Wieder im Aufstiegsfieber und wieder im Partymodus! Ein ganz wichtiger Treffer von Marco Pereira. Pereira bis Otti, also das 2:1. Es war sein 13. Saisontor. Bis dato der wahrscheinlich wichtigste der gesamten Saison. Was für eine Antwort der Gastgeber hier. Und hier der Treffer in der Wiederholung. Gästekeeper Jonas Gottwald stellt die Mauer so, dass die rechte Torecke abgedeckt ist. Dann begibt er sich in die Torwart-Ecke und macht bei der Ausführung einen Schritt in die von der Mauer abgedeckte Ecke. Als er realisiert, dass der Ball aufs Torwart-Eck kommt, ist Topfenom als bereits verloren und der Ball steckt unheimlich für ihn im Kasten ein. Zwar toll und präzise geschossen von Pereira, aber ohne die Mithilfe von Gottwald wäre der Ball wahrscheinlich nicht ins Tor eingeschlagen. Trotzdem kann sich der Schütze eines direkt verwandelten Freistoßtores zu Recht in Cristiano Ronaldo Bose feiern lassen. Das passt schon. Tolle Bilder hier in Emstetten. Der Gastgeber im eigenen Stadion. Number 7. Hupe läuft an und ja, wie er das kann, drin das Ding, ja Wahnsinn, ein traumhaftes Tor, perfekt geschossen, 4:1 für Borussia Münster, das Spiel endgültig entschieden und Gelmer raus aus dem Titelrennen, Henry Hupe mit seinem 12. Saisontor, klasse gemacht. Wieder Freistoß, noch einmal in der Wiederholung. Die Mauer zwar informiert, aber offensichtlich nicht ideal gestellt, um die Ecke des Tores komplett abzudecken. Genau das nutzt super aus, um den Ball mit viel Gefühl und Effekt passgenau an der Mauer vorbei ins Eck zu schaufeln. Ein brillant geschossener Freistoß, hier nochmal von der anderen Seite. Und hier nochmal aus der Hauptkameraperspektive. Von hier ist sehr schön, die bananenhafte Flugbahn des Balles zu erkennen, der um die Mauer herum im Tor einschlägt. Tolle Aufnahmen, wie fürs Fernsehen gemacht. Number 6. In Spielminute 86, dann erneut Freistoß für Neunkirchen. Marvin Holtmann steht bereit und wird wohl schießen. Kurzer Anlauf über die Mauer und ja! Der passt! Da zappelt der Ball nun auch zum ersten Mal im Hildrupper-Gehäuse. Ein direkt verwandelter Freistoß von Holtmann beschert uns hier den Anschlusstreffer für den SOS Neunkirchen. Für Marvin Holtmann war dies Saisontreffer Nummer 1. Nur kann er sich aufgrund des Spielstandes nicht wirklich darüber freuen. Schade,
Denn das war ein feines Fund, wie wir gleich sehen werden. Und hier nochmal aus der Torkamera-Perspektive. Holtmann hebt den Ball gefühlvoll über die Mauer und hilft zum Schluss von Damian Hallas. Kommt nicht mehr rechtzeitig ins bedrohte Eck. Aus der anderen Kameraperspektive ist gut zu erkennen, dass Holtmann den Ball wirklich platziert im Eck runterbringt. Da konnte sich keiner strecken, wie er wollte, aber der Ball war für ihn nicht erreichbar. Diese Präzision im Abschluss hätten sich die Neukirchner Anhänger im Waldstadion von ihrem Team schon früher gewünscht. Und dann wäre der Spielverlauf ganz offensichtlich ein etwas anderer gewesen. So aber reichte es bislang nur zum Anschlusstreffer oder mit Number 5. Potenzielle Schützen bereit, aber der Mann mit der Nummer 26, Dennis Itschak, wird ausführen. Itschak mit einem kurzen Anlauf. Schuss und Tor! 3:0 Herbern! Ein direkt verwandelter Freistoß von Dennis Itschak. Sein erstes Saisontor und dann gleich so ein Sahnetörchen. Toll gemacht, das Ding. Der SV Herbern hier eiskalt im Umgang mit seinen Torchancen. 3 Schüsse, 3 Tore. Besser geht es nicht. Hier die Wiederholung des Freistoßtores. Der Ball passt genau ins Eck. Gästekeeper Daniel Neuers fliegt vergebens. Muss sich allerdings die Frage gefallen lassen, warum der Ball aus seiner Sicht rechts an der Mauer vorbei links im Tor einschlagen kann. Entweder stand die Mauer nicht korrekt oder aber es fehlte in derselbigen ein zusätzlicher Mann. Vom Schützen jedenfalls klasse gemacht, perfekt geschossen und ausgenutzt hier. 3:0 für die Hausherren nach 37 Minuten. Es roch hier gewaltig nach einer Lehrstunde für den Number 4. Minute 7 dann Freistoß auf der anderen Seite. Gute Position. Christopher Brüning mit rechts oder Henning Hiltz mit links. Hiltz läuft einen Schuss und der passt! Was für ein Hammertor! Geil gemacht von Wettringens Henning Hiltz. Per Kunstschuss in den Winkel markiert er hier das 1:0 für die Gäste. Ja, Wahnsinn! Das Tor in der Wiederholung. Luca Dürmer steht im Torwart-Eck und dann schlänzt dieser Henning Hiltz die Kirche mal sowas von präzise ins obere Kreuzeck. Genial! Dürmer mit den Fingerspitzen zwar noch dran, aber den Einschlag, den kann er nicht mehr verhindern. Ein klasse, ein überragendes, ein geiles Tor. Den kann man mal genau so machen. Number 3. Hat sich Oliver Ritz das Spielgerät zur Ausführung hingelegt. Große Distanz. DSV-Keeper Redbrack mit einer 2-Mann-Lauer. Anlauf Ritz. Schuss Ritz. Tor Ritz. Ja, was für ein genialer Freistoß von Oliver Ritz. 2:1 Gamer. Unglaublich. Wieder ein Traumtor. Mir fehlen die Worte. Es war unbeschreiblich. 90. plus 1. Grün-Weiß Gamer wieder in Front. Hier die Wiederholung. Morten Ralf Redbrack im TSV-Kasten streckt sich vergebens. Der Ball mit viele Fehlgeschlagen schlägt ziemlich genau am oberen linken Eck ein. Da hatte sich Redbrack mit der 2-Mann-Mauer wohl etwas verschätzt oder den Oliver Ritz unterschätzt. Als er das Unheil kommen sieht, ist es quasi auch schon zu spät. Der Ball segelt wunderbar getreten in die Handorfer Maschen. Gamer 2, Handorf 1. Number 2. Der Gefaulte trat selbst zur Ausführung an. Eigentlich kann dieser Yannick Villas ganz gute Freistöße schießen, aber dieses Mal war seine Ausführung einfach nur Weltklasse! Tor! Villas jagt das Spielgeld hier gleich zum Auftakt mehr als sehenswert in die Maschen des FCN. Die Gäste also mit 1:0 in Front dank des 7. Saisontreffers von Yannick Villas. Hier der traumhafte Treffer, noch einmal in der Wiederholung. Perfekt geschossen, tolle Flugbahn und dann schlägt die Murmel auch noch im oberen Eck ein. Fantastisch, genial, atemberaubend. Da gab es für FCN-Keeper Julian Kemper nichts zu halten, sondern nur was zu staunen. Die Gäste also mit der frühen Führung hier im Sparkassenstadion. Und hier die Reaktion der Haunosser Trainerbank auf den Führungstreffer. Number 1. Und jetzt aufgepasst, liebe Zuschauer. Minute 75 und wieder dieser Scharfschütze Kai Sandmann. Dieses Mal mit einem Freischuss. Der Ball fliegt und fliegt und fliegt. Drin das Ding. Ja, Wahnsinn. Der Sandmann jagt das Spielgerät hier aus 40 Metern direkt in die Maschen. Ein irres Tor, das hier für den Torschützen Treffer Nummer 9 im laufenden Wettbewerb bedeutete. Da gab es kein Halt mehr und der Halt zu seinem Kapitän Alexander Noack. So nach dem Motto, haben sie doch gesagt, den mache ich. Ja, und jetzt, liebe Zuschauer, schauen wir uns diesen Kunstschuss noch einmal an. Hier sehen wir, dass Philipp Stockmann einen Schritt nach vorne macht, die Flugkurve zu spät erkennt und dann nicht mehr rechtzeitig in die Rückwärtsbewegung kommt, um den Ball noch über das Gehäuse zu lenken.
so schön der Treffer auch war, ohne die Mithilfe von Stoppmann wäre er sicher nicht zustande gekommen. Unglückliche Szene für den Schlussmann, aber ein tolles Tor, das man so auch nicht alle Tage sieht. Hier ein letztes Mal zum Genießen.